Die Mission von der Active Communication ist, außergewöhnlichen Menschen gewöhnliches zu ermöglichen. Das versuchen wir jeden Tag in unserem Tun, in unserem Wirken einzufließen lassen, zugunsten der Betroffenen. Wir sind das Interface zwischen dem Mensch mit den Bedürfnissen, mit der Technologie auf der anderen Seite. Und unser Ansatz ist immer, nicht der Mensch passt sich an die Technologie an, sondern die Technologie wird individuell an die Bedürfnisse des Betroffenen angepasst. Dass ich den Computer über den Rollstuhl und über meine Umweltsteuerungen kontrollieren kann, habe ich natürlich die Möglichkeit zu arbeiten und auch mit der ganzen Umwelt zu kommunizieren. Ich kann problemlos Nachrichten schreiben, diktieren für meine Freunde und das gibt mir die Möglichkeit, am Leben teilzunehmen. Ich melde mich später nochmal bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Den Halsring brauche ich für den Fernseher anzulassen, für den Radio anzulassen, für Türen, die automatisch öffnen, Fenster auf und zu machen, das Licht ein- und ausschalten, aber auch die ganze Unterhaltungselektronik selbstbestimmt bedienen. Und das trotz einer starken Beeinträchtigung. Meine Vision von einer inkludierten Welt ist für mich persönlich dann, wenn das kein gesellschaftliches Thema mehr ist, wenn der Fokus aufs Können ist und nicht aufs Nicht-Können. Und manchmal braucht das Können die Unterstützung von Technologie und Expertise, damit es erreicht werden kann.